In dem Projekt geht es darum, sogenannte Second-Life-Batterien vom Audi e-tron-Prototypen wiederzuverwenden und sie einzusetzen in eine Elektro-Rikscha. Wir finden die Idee äußerst charmant, dass man aus eigentlich klassifiziertem Müll etwas Neues machen kann. Für unsere Azubis natürlich eine tolle Erfahrung. Sie konnten wirklich tief in die Materie Elektromobilität einsteigen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe, so ein altes Gefährt zu modernisieren, aufdröseln, aufbauen, wieder zusammenbauen. Da kann man schon echt stolz drauf sein. Einsatzfeld bei den E-Rikschas sind Women Self-Help Groups. Da geht es darum, dass Frauen in Indien empowered ihre Produkte auch selber verkaufen und dadurch auch finanzielle Unabhängigkeit haben. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Das Projekt e-Rikscha ist für die Gesellschaft toll, für die Umwelt gut und natürlich für die Azubis. Wir hatten alle richtig Spaß dran, hatten echt Bock drauf. Das war schon echt ein sehr cooles Projekt. Es sieht einfach toll aus. Ich glaube, das ist, wo man sehen kann, was kann man mit Second Life Batterien machen und was für einen Impact sie haben kann auf Menschen und auf die Umwelt.